Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Und eigentlich wollte ich ja onscreen zumindest nicht mehr vorerst in die Feste gehen. Aber mir ist was eingefallen. Wir nähern uns so zunehmend dem Ende von den erhabenen Ebenen. Und wir haben ja noch diesen Einsatz da und ich glaube... Oder ich denke mal, dass da nochmal irgendwas bei rumspringt oder rausspringt, wenn wir eben diesen Einsatz noch vollends beenden. Aber erst... Gucken wir mal nach dem Inquisitionsbonus, also noch ein Grund, warum es eigentlich ganz gut war, hierher zu kommen. Seltene Handwerksmaterialien. Aha. Ist halt die Frage, ob das öfter kommt oder nur einmal. Okay. Besondere Angebote mit Booten, okay. Nee, das ist auch nicht besonders toll. Inquisition, was haben wir denn hier noch? Die besten Schneider von Ral Royo sind durch die Lage versteckte Taschen und Rüstungen. Oh! Mehr Taschenplätze. Gut, das wäre eine Möglichkeit, das Ganze nochmal zu pushen, dass wir mehr Inventarplatz haben, oder? Jetzt gucke ich mal, was es sonst so gibt. Gut, das ist nur noch Kräuterkunde. Ja, dann würde ich doch sagen. Ist das Beste. Halt, hier ist es. Das Beste ist es, denke ich mal, noch mehr Inventarplatz freizuschalten. Das ist doch eine ganz gute Sache. So, sehr schön. Dann holen wir mal schnell unsere Belohnung ab. Beziehungsweise, ja, unsere Rohmaterialien. Die sind schon fertig. Ich war gerade noch im Garten. Das Zeug ist leider noch nicht fertig. Inquisitor. Ich habe auch nur eine ganz kurze Pause eingelegt, jetzt nach diesem ätzend langen Rätsel. Und starte jetzt praktisch direkt wieder durch. Deswegen war es jetzt einfach noch nicht lang genug, um das Zeug wachsen zu lassen. Also ich habe es gehofft, dass ich ein paar fertige Elfenwurzeln habe, aber Scheißdreck, nix war's. So. Untersuchung der Elfen-Dings da. Ruinen. Elfenglyphen. Die in den Days gefundenen Elfenglyphen könnten sich als nützlich erweisen. Eine erste flüchtige Untersuchung deutet darauf hin, dass sie älter und als die Ruinen, in denen sie entdeckt wurden. Älter sind als die Ruinen, in denen sie entdeckt wurden, ja, ist klar. Sie wurden möglicherweise von einem weitaus älteren Bauwerk auf den Stein übertragen. Einem Bauwerk, das aus der Zeit des ursprünglichen Elfenreichs stammte oder diesem sogar vorausging. Beziehungen. Ich glaube, das ist so eine Instant-Mission. Ah. Es bedurfte einiger Geschenke an verschiedene Clans der Dalish, die Küste des Wachen Meeres bereisen. Aber Cillian hat die für die Übersetzung der Glyphen benötigten Texte erhalten. Er sagt, sie seien eine Art Karte, die den Standort eines alten Tempels offenbart, der Dirtamen, dem elfischen Gott der Geheimnisse, geweiht ist. Welche Überraschung. Der Gott der Geheimnisse hat einen versteckten Geheimtempel. Oh. Cillian hat uns den Standort genannt. Allerdings sollte angemerkt werden, dass wir nicht die Ersten waren, die diese Glyphen untersucht haben. Eine Gruppe von Schatzsuchern hat sie augenscheinlich schon vor einigen Jahren erwähnt. Allerdings hat man seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Neues Gebiet freigeschaltet. Bericht annehmen. Ach so, das ist ein extra Gebiet. Vergessener Dirtamen-Tempel. Na, auf geht's. Vielleicht hilft uns ja das doch noch so ein bisschen um unsere... Weil das erhoffe ich mir jetzt dadurch. Ne, mit dem Segen der Dalish, diese Quest da, wo wir diesen einen Typen da rekrutieren sollen vom Dalish-Clan. Ja, wie soll ich sagen? Da sind wir ja noch nicht fertig. Also, ich habe es ein paar Mal ordentlich versaut, gebe ich zu. Dadurch, dass wir eben den anderen die Ruine oder beziehungsweise die Gräber geplündert haben vor der Ruine, haben wir direkt wieder ein bisschen was auf die Schnauze bekommen. Dadurch, dass ich der einen Elfin gesagt habe, dass ihr Bruder irgendwie dunkle Magie ausgeübt hat und ist daran gestorben, oder und daran gestorben ist, das hat denen auch nicht so gefallen, ne? Direkt auch wieder voll auf den Sack bekommen. Wahrscheinlich. Wenn ich mich nicht so schusselig angestellt habe. Und ist nie gegangen. Das ist richtig. Wenn ich mich nicht so schusselig angestellt hätte, hätten wir vielleicht schon das Maximum erreicht. Jetzt müssen wir halt das auch noch machen, aber gut, ich hätte es so oder so gemacht, davon abgesehen. Forscher im Tempel. Dieses kleine Buch scheint eine Sammlung von Notizen zu sein, die den Daten zufolge im Laufe von 3 Jahren niedergelegt wurden.
Sie beschreiben die Suche des Olesianischen Archivars Lord Gretien Faux nach etwas, das er Dirtavens Weisheit nennt. Der elfische Gott der Geheimnisse verschwand zusammen mit all seinen Verwandten, so behauptet die Legende. Doch seine Priester blieben zurück und hatten angeblich die Fähigkeit, alles zu sehen und zu wissen. Ich glaube, dass das auf Magie zurückzuführen ist und nicht auf ein göttliches Geschenk. Magie, die bis heute in Schätzen weggesperrt ist. Und mit der Hilfe meiner Gefährten hoffe ich, das zu beweisen. Ich glaube, ich habe einen Tempel von Dirtavan gefunden. Den Locus seiner Weisheit, oder zumindest die Ruhestätte des letzten Hohepriesters, der sie angeblich besaß. Laut meinen gesammelten Informationen müsste es möglich sein, den Geist dieses Hohepriesters aus dem Äther zu beschwören. Nicht möglich? Dirtavans Rituale werden fraglos dazu führen. Vielleicht wird uns hier bald eines der ältesten Geheimnisse offenbar, von dem wir überhaupt Kenntnis haben. Vielleicht werdet ihr auch jämmerlich krepieren und nichts von all dem bekommen. Wie groß ist denn der Tempel? Huch! Oh, bitte sag nicht, dass das schon wieder so ein dämliches Rätsel dann wird hier. Weil, ne? Tempel der Geheimnisse ist ja jetzt schon so, der Name ist prädestiniert für sowas, ne? Okay, und jetzt? Sind die auch wieder Runen? Tatsache. Der vergessene Dirtavan-Tempel. Wir wenigen flüstern hier, wo der Schatten haust. Manche Worte bleiben unausgesprochen. Wahrheiten werden unterdrückt, ganz tief, damit sie nie mehr an die Oberfläche kommen. Seltsam, dass ich das verstehe. Hier ist uralte Magie am Werk, die jedem gestattet, die Geheimnisse dieses Ortes zu verstehen. Also haben sie ihr Ritual doch irgendwie durchgezogen. Was? Den Kopf des Leids nehmen. Der Altar absorbiert das Feuer. Frisst die Magie. Oh shit. Wir haben Besuch. Level 11, wollt ihr mich verarschen? Wisst ihr, in so einem Tempel sollten eigentlich die dicken Brocken hausen und nicht in irgendeinem schäbigen Wald. Das ist schon wieder so lächerlich, dass hier so jämmerlich schwache Untote rum. Warm. Und er klebt. Großartig. Eine Form von Blutmagie. Unversehrt aufbewahrte Organe. Vielleicht eine Strafe? Das ist ja widerlich. Wir haben einen Kopf, der noch warm ist. Geil. Das wollte ich wissen, unbedingt. Ah, vielleicht werfen wir noch Lasso mit ein paar Gedärmen. Wie wär's, wenn wir schon dabei sind? Nein? Oh. Ich will aber. Gott, der Tempel sieht ja komisch aus. Alte Tür. Was? Alte Tür? Habe ich die übersehen? Wo ist denn hier eine Tür? Ach, hier. Ja, ich habe es wohl übersehen. Sehr richtig. Der Laden hier ist größer, als ihr denkt. Gehen wir durch das Tor. Woraus besteht das eigentlich? Wie durchgehen? Nee, nichts durchgehen. Kann nur mit einem besonderen Mechanismus geöffnet werden. Geht's vielleicht noch genauer? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwelche Fackel übersehen? Oder eine Fackel übersehen? Oder gar mehrere? Ich dachte, da vorne, die hätte ich angezündet. Sieht auch so aus, da leuchtet's. Ja, die habe ich angezündet. Ja gut, dann gehen wir halt erstmal da lang, wo es frei ist, ne? Ganz einfach eigentlich. Womöglich ist der besondere Mechanismus, öffne die Tür von der anderen Seite. Obwohl, das wäre schäbig. Also das wäre wirklich schäbig. Dann hätten sie auch gleich schreiben können, kann nur von der anderen Seite aus geöffnet werden. Und nicht mit einem besonderen Mechanismus. Entzünden. Okay, da geht's rüber oder runter. Gehen wir erstmal geradeaus weiter. Ziehen. Will ich das wirklich? Ich komme wohl nicht drum rum, hä? Und die Fackel erlischt. Oh. Jetzt weiß ich, wofür der Hebel gut ist.
Warte, ich sag's euch gleich. Wie jetzt? Kann ich jetzt wieder zurücklatschen und mir eine neue Fackel holen? Alter. Das ist doch scheiße. Wieso kann er nicht einfach eine normale Fackel nehmen? So, pass auf, ich sag euch was. Dieser Hebel da, wenn ich den gleich gezogen hätte, wäre die Fackel nicht ausgegangen, weil ich behaupte, dieser Hebel bewirkt, dass dieses Wasser aufhört, darunter zu fließen. Ich muss sagen, ich liege mit meinen Behauptungen sehr gut. Ah, noch eine Rune. Dürtamen ist Geschichte, sagt er. Unser Oberster bringt uns diese schlimme Nachricht aller Zeiten. Die schlimmste. Hm. Was sollen wir tun? Wohin sollen wir gehen? Was wird aus den alten Geheimnissen, die in unseren Herzen brennen? Keine Ahnung. Jedes Feuer geht irgendwann aus, oder? Würdest du jetzt mal klicken und lesen? Auf diese Schriftrolle wurden in wütenden Lettern mehrere Notizen gekritzelt und zum Großteil wieder durchgestrichen. Enthüllt das Herz, vereint es mit der Flamme und gemeinsam formen sie den Schlüssel zur Befreiung, zum Fortschritt. Die Übersetzung ist nicht eindeutig und außerdem ist diese Feuerstelle sicher nicht die fragliche Flamme. Was für eine Feuerstelle? Die Zunge des Flüsterns nehmen. Und schon wieder Gegner, toll. Geil, können wir jetzt hier ganze Körperteile sammeln und dann zusammensetzen, oder wie? Hey, normaler Zombie ist doof, wir bauen uns unseren eigenen Super-Zombie, yay! Grandiose Idee. Wetten, wir müssen das, was wir jetzt gerade zusammenbauen, wieder bekämpfen dann. Ach, da kann das Ding im Wasser liegen und das stört nicht, ne? Geht die einfach wieder an. Aber wehe, ein bisschen Wasser tropft von oben. Also ehrlich gesagt fände ich es ja viel schlimmer, wenn man die Fackel ins Wasser schmeißt, als dass so ein bisschen was oben drauf tröpfelt, aber gut. Zumal es magisches Feuer sein soll und nicht irgend so ein schäbiges, keine Ahnung, Streichholz. Egal, nicht nach Logik fragen. Ich werde eh enttäuscht. Bröms. Los, nimm die Fackel. Oh, ein Mosaikteil. Ist das geil. Plündern. Nur Müll. Gib mir mal richtig fette Magierrüstung. Oh. Sie wollten mich in der Nacht holen, aber ich lasse sie mir nicht wegnehmen. Ich finde der Tavens Weisheit auch ganz alleine. Diese Verräter wollen Reichtümer für sich selbst? Sie haben keine Ahnung, wie sie den Rest des Rituals entschlüsseln sollen. Hiermit verkünde ich, dass mich, Lord Grésion Faux, keine Schuld daran trifft, was ihnen zustoßen mag. Überhaupt keine. Noch einer der Forscher? Er hat sich mit seiner Truhe zum Sterben in einer Ecke verkrochen. Die Frage ist ja auch, wieso haben die so komische Klamotten an? Das ist mir jetzt vorhin schon aufgefallen, aber die Maske ist schon ein bisschen creepy irgendwie. Vielleicht ist es der Joker. Die Zuflucht. Oh wow, jetzt sind wir wieder im Freien. Na, immerhin. So, machen wir hier mal Licht. Und hier auch. So, dann sehen wir zumindest ein bisschen was. Wenn auch nicht viel. Aber besser wenig als gar nichts. Gehen wir mal dahin. Kammer der Trauer. Lesen. Ernsthaft, Merrick. Alter. Aber ich habe ja gesagt, ich werde die erst lesen, wenn ich alle Kapitel beisammen habe, weil da fehlen, glaube ich, ein paar. Ich glaube, Kapitel 3 fehlt. Oh, was macht der denn hier? Genau, lauf einfach weiter gegen die Wand. Das muss funktionieren. Ah, da.
Oh, Arkaner Schrecken, guck mal an. Aber Level 11, von daher nicht besonders stark. Rums, die Dums, die Dums. Rums, Rums, Rums. Guck mal an, ey. Der Kettenblitz, der springt ein paar Mal hin und her und die sind fast tot. Das ist nun wirklich nicht der oder die Art von Tempel, die ich erwartet hätte. Klar, mit den Rätseln okay, aber dass die Monster so schwach sind, ist fast schon enttäuschend. Ich hoffe wenigstens der Boss am Ende, falls es sowas hier drin gibt, hat ein bisschen was drauf. Und ist etwas über Level 11. Und wehe, der hat Level 12. Erinnert mich so ein bisschen an Düsterbruch. Wer es kennt, das war eine Instanz von World of Warcraft, also ein Dungeon sozusagen. Verzierter elfischer Schlüssel fehlt. Ja, ihr hättet mir nicht gleich dazu schreiben können, wo es den gibt, oder? Hm. Wohl nicht. Alter, das sieht ja mal richtig cool aus hier. Diese Mosaiksteinchen hier. So, jetzt sind wir bald einmal im Kreis gelaufen, wenn es so weitergeht. Alte Magie ist stark hier. Ich glaube, das ist das Herz dieses zerstörten Tempels. Ja, ich glaube, da glaubst du richtig. Magisch versiegelt. Ah ja. Lass mich raten. Da drüben auch? Oh, warte, was ist hier? Da liegt noch ein Forscher, oder? Einer der Forscher aus dem Lager. Wo sind die anderen? Dieser Mensch war ein Krieger und ist vielleicht seit ein paar Monaten tot. Seine Haut ist trocken und spannt über den Knochen. Anscheinend wurde er von hinten erstochen. Sein Gesichtsausdruck zeigt immer noch entsetzlichen Schrecken. Hm. Hat er seine eigenen Leute abgemurkst, der Vogel? Grüfte der Vergessenen. Hm. Naja, also wegen dem Gold würde ich mal sagen... Ach so, halt mal. Wie viel haben wir bekommen? 15 Inventarplätze dazu, das ist gut. Mir ist einerlei, was Lord Gressian behauptet. Letzte Nacht haben Stimmen uns im Schlaf etwas zugeflüstert. Das sind keine kindischen Ängste. Es ist dieser Ort. Lohnt es sich, nach diesem Artefakt zu suchen, wenn wir dabei die Aufmerksamkeit von Geistern auf uns lenken? Und woher wussten die Geister unsere Namen? Sie kannten persönliche Einzelheiten. Dinge, die ich lieber vergessen würde. Ich würde am liebsten verschwinden, aber dann verlöre ich den gesamten Lohn der vergangenen Monate. Tja. Wie sagt man so schön, ein toter Arbeiter kriegt überhaupt keinen Lohn mehr. Das habe ich mir zwar jetzt selbst zusammengereimt, aber im Prinzip stimmt's ja. Glyphe. Unser Oberster, er hintergeht uns. Die honigsüßen Worte tropfen von seiner Zunge. Wir wissen um die Verzweiflung, die sie übertünchen. Wir Jünger von Dirthamen kennen die Wahrheit. Jetzt und schon immer. Ah ja. Wenn ihr das sagt... Ach, jetzt geht auf. Ah ne, Schloss knacken. Varric, walte deines Amtes. Also wir brauchen einen Schlüssel und was weiß ich noch alles. So, Tiefenpilz. Braucht kein Mensch. Hab ich eh viel zu viel. Kammer der Pein. Alter, ist der Tempel riesig. Gefällt mir aber. Wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Der Oberste verspricht Sicherheit. Ich werde unsere alten Geheimnisse bewahren, sagt er. Alles, was Dirthamen uns einst gewährte, wird sicher sein. Aber dabei will er unser Blut. Ein Opfer. Dunkel und unheilig. Ein Gefängnis des Bösen, das uns ein und alles andere aussperren soll. Ja, ja. Wer weiß, wer weiß. Entzünden. Oh nein! Jetzt habe ich die Fackel ausgemacht. Ich bin doch so doof, ey. Das ist doch eine Rotze.
Was ist denn das? Seltsam. Seltsam, ja. Erfordert Schleierfeuer. Ja, toll. Ich hoffe, ich habe hier noch irgendwo eins. Ich will jetzt eigentlich nicht so ein... Muss doch noch irgendwo Schleierfeuer sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt ganz am Ausgang ist, oder? Das wäre deprimierend. Ne, hier ist eins. Sehr gut. Hauptsache erstmal vorbeigerannt. So, dann holen wir halt erstmal das. Ah, jetzt holen wir uns die Hände. Wie schön. Solange wir nicht seinen Pimmel holen, ist alles gut. Kommt auch noch. Räums, räums, räums. Döms, döms, döms. Tot sind die Zombies. Ah, ich weiß nicht, ich nehme die Gegner echt nicht ernst, ne? Die kannst du auch nicht ernst nehmen. Da ist der Schlüssel. Wohin gelangt man mit diesem Schlüssel? Zu einem der Gänge hinter dem Ritualbereich vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nichts berührt das Baumwollsamt. Ah ja. Alles klar. Ach so, hier geht das Feuer wieder aus. Ach komm. Laufen wir gleich den Weg zurück. Gehen wir lieber so rum. Jetzt machen wir das andere Feuer von außen an. Genau. Da tropft es ganz schön runter. So. Jetzt gehen wir mal in die Mitte. Gott, hier liegen überall Bücher. Untersuchen. Ah, jetzt muss man hier die ganzen Teile hinlegen, oder was? Forscher im Tempel. Mehrere Papiere und Notizen wurden in ein kleines Büchlein eingelegt. Es ist voller eingetrockneter Blutflecke und mit Staub bedeckt. Der noch am besten lesbare Eintrag ist der letzte. Wir sind nach wie vor nicht sicher, warum Lord Grecian mitten in der Nacht weggerannt ist. Die anderen denken, die Albträume sind schuld. Aber sie sagen, dass Stimmen mit ihnen sprechen. Wir haben abgestimmt und geschlossen, die Suche nach Dirtavens Weisheit fortzusetzen, da wir sonst alles verlieren, wofür wir gearbeitet haben. Es wird nicht einfach werden, alle Notizen von Grecian zusammenzusetzen. Ich weiß nur, dass wir die von den Feuerstellen enthüllten Relikte in diese Flamme legen müssen. Das gehört wohl alles zu irgendeinem elfischen Ritual. Das einzig Gruselige dabei ist, sind die vielen verrotteten Organe. Lord Grecian behauptet, sie gehörten dem Hohepriester dieses Tempels. Und dass wir ihn irgendwie wieder zusammensetzen müssen. Ich finde es ja schon bedenklich, dass die Elfen ihren Hohepriester überhaupt auseinandergenommen haben. Das ist richtig, aber das haben sie ja mit den Pharaonen auch gemacht, Organe extra gelagert. Nicht, dass die Elfen irgendeinen Bezug hätten zu irgendwelchen Pharaonen, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Gut, jetzt brauchen wir noch zwei Organe. Da ist eines hier. Die Tür müssen wir jetzt öffnen können. War doch die Tür, oder? Magisch versiegelt. Nee, war die falsche Tür. Ah. Okay, okay, ich gehe ja schon. Apropos gehen ist ein gutes Stichwort, weil es letztes Mal ja so extrem lang wurde. Werde ich hier jetzt einfach mal einen Schnitt setzen, beziehungsweise die Folge beenden. Weil sonst wird es wieder so lang. Und das muss jetzt nicht zweimal hintereinander sein. Das war sowieso schon beängstigend, wie lang die letzte Folge war. Von daher nehmt ihr mir es hoffentlich nicht übel. Und ich hoffe, ich komme euch da sogar ein bisschen entgegen vielleicht. Also mir selbst komme ich auf jeden Fall entgegen und meiner geistigen Gesundheit. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen. Schreibt mir was in die Kommentare. Lasst mir eine Bewertung da. Ist der Daumen oben? Wird man dich loben? Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was es noch auf sich hat mit diesem Tempel. Und was wir sonst noch für gruseliges Zeug finden. Ob noch irgendwo andere Organe gelagert sind oder was weiß ich alles. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.